Herzlich willkommen zur europäischen Pressevorstellung der neuen Kawasaki Z1000 SX hier in Stegersbach im schönen Burgenland in Österreich. Eine der offensichtlichsten Änderungen fürs Modelljahr 2014 an der neuen Z1000 SX ist das neue Koffersystem. Schön integriert ins Fahrzeug, eng an der Fahrzeugmittelachse positioniert. In die Koffer, jeweils 28 Liter Fassungsvermögen, passt ganz einfach ein Integralhelm. Also das erhöht natürlich die Touring-Qualitäten der neuen Z1000 SX. Ja, wenn wir von den Touring-Qualitäten der neuen Z1000 SX sprechen, dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, dass wir zwei neue Sitzpolster haben. Sowohl das Fahrersitzpolster als auch das Sozio-Sitzpolster sind nun dicker aufgepolstert, bieten also deutlich besseren Tourenkomfort auf langen Strecken. Entspanntes Fahren ist mit der Z1000 SX angesagt, nicht nur wegen der Veränderung im Sitzbereich, wegen des erhöhten Sitzkomforts. Wir haben jetzt auch hier ein paar elektronische Helferlein mit an Bord, unter anderem eine dreistufige Traktionskontrolle, die sich über diesen Wahlschalter am linken Lenkerende anwählen lässt. Dreistufig plus eine Off-Position, wo man das Traktionskontrollsystem ausschalten kann. KTRC nennt Kawasaki das, Kawasaki Traction Control System. Parallel dazu kann man auf zwei Fahrmodi, zwei Fahrbedienarten zurückgreifen. Mode 1 ist Full, das heißt, wir haben die volle Leistung zur Verfügung, und Mode 2 ist Low, das sind es etwa 70% der Maximalleistung. Es hat zahlreiche Änderungen auch am Motor gegeben, unter anderem Nockenwellen mit anderen Steuerzeiten. Alle Veränderungen gehen in Richtung mehr Leistung und Drehmoment, vor allen Dingen im unteren mittleren Drehzahlbereich, was sich natürlich auf Touren sehr, sehr positiv auswirkt, ohne dass das Fahrzeug an Spitzenleistung verloren hat. Wir haben jetzt 142 PS zur Verfügung, beim Vorjahresmodell waren es 137, also ganze 5 PS mehr. Dieser Ansaugkanal sieht nicht nur scharf aus, er hat auch eine ganz bestimmte Bedeutung. Denn hier beginnt das sogenannte Cool Air System, was kühle Luft zur Airbox führt. Das erhöht die Verbrennungseffizienz. Der Motor kann freier atmen und mehr Leistung produzieren. Gleichzeitig erhöht sich dadurch auch der Ansaugsound. Und das ist wirklich ein wesentliches Merkmal an der neuen Z1000 SX, was sie vom Vorjahresmodell unterscheidet. Ähnlich wie die nackte Z1000 haben wir jetzt einen schönen, bassigen Ansaugsound. Eine tolle Sache ist dieses Handrad zur hydraulischen Verstellung der Federbasis hinten. Das heißt, man kann das Motorrad blitzschnell auf geänderte Verhältnisse anpassen, zum Beispiel vollbeladene Koffer oder Fahren mit Sozius. Ein wichtiges Feature findet sich hier im Cockpit. Das ist dieser Entriegelungshebel hier, mit dem sich das Windschild, die Windschutzscheibe in drei Positionen variieren lässt. Am Vorderrad kommen sogenannte Monoblock-Bremssättel zum Einsatz. Das sind einteilige Bremszangen, also aus einem Guss gefertigt, nicht mehr zwei verschraubte Hälften. Das steht für wesentlich mehr Bremsleistung und einen besseren Biss. Obligatorisch für die Z1000 SX ist natürlich der Look einer Vierrohr-Auspuffanlage. Wichtigste Änderung für das Modelljahr 2014, die Endkappen der Schalldämpfer sind nun auch aus Edelstahl gefertigt und nicht mehr schwarz. Und das gibt dem Ganzen ein homogeneres Bild. Last but not least kommt an der Kawasaki Z1000 SX Modelljahr 2014 ein neues ABS von Bosch zum Einsatz. Dieses neue ABS bewirkt vor allem, dass der Hinterradlift, also das Abheben des Hinterrads bei harten Bremsmanövern, wirkungsvoll unterdrückt wird.